Aber der Bär ist immer noch im Baum. Echt? Das sieht zumindest so aus. Ja. Ja, der ist noch da. Da hinten an einem Schild, ne? Jetzt nicht mehr. Waren die Feuer jetzt an oder nicht? Nee, die Feuer sind noch aus. Okay. Ja, weiß ich machen nicht. Machen wir erst danach an. Ja, eigentlich könnten wir die auch jetzt anmachen, weil 6000. Na, dann pass auf, denn. Dann gehen wir runter. Dann mach du mal an, ich beschütze dich oder umgekehrt. Ja, ein paar Feuer sind leider schon weg. Der Kopf ist schuld. Der Sheriff war's. Der Bär dreht immer noch da seine Runden. Guck mal, auf der anderen Seite rennt schon einer und der brennt so herrlich. Oh, schön. Genau das wollten wir sehen.
Nun. Genau, fantastisch. Hören wir das erstmal an. Ach nee. Stell dich richtig hin, ne, weißt du? So. Ja. Honey, da wir ja danach einmal Friends machen, auf irre, mach ich hier einfach mal zu den König, ne? Die Feuer sind ja an, lass das Zeug brennen, ist egal. Ja, ja. Im Zweifelsfall können wir immer noch rausgehen und ausmachen. Ich will da nicht mit dem Messer dran rumstehen. So, alles zugemacht hier. So, also Hunde kommen jetzt erstmal nicht rein. Oha, ein bisschen Damage haben sie sich schon gemacht an der Tür, du. Die war auf 60%, oder? Das war aber bloß so stark runter. Wegen dem Kopf, der explodiert ist, der hat mich wahrscheinlich umgehauen. Ja, der hatte eine fräsende Kotze. Naja, dann kommen wir mal hoch. Guck mal, wer da hinten springt, siehst du das? Ja, ja, ich habe ihn schon im Visier. Klausi. Der hüpft mal links, mal rechts. Ist da ein Loch oder was ist das? Ja, ich weiß auch nicht, was der da treibt. Das ist auch ein anerkannter Baumkuschler. Mein Gott, ist ja noch zugange. Jetzt nicht mehr. Na, Erwin, was machst du hier? Kann man da nicht am Stein vorbei, oder? Nee, nee, der hing da fest. Sind wir also nicht die Einzigen, denen es so geht, ja? Hm. Schön. Und es knistert, was kommt denn da? Siehst du der das? Der Hund da? Hängt da fest. Jetzt nicht mehr. Putz. Er lugte da etwas rüber. Ach guck mal, die war schlauer jetzt. Naja, ob sie jetzt so schlau war, weiß ich auch nicht, aber.
Timmy kam da eben aus dem Fenster raus. Heute hatte ich übrigens eine am Telefon, die ist zugewandert schon vor vielen, vielen Jahren und sagte mir, wie schwierig die deutsche Sprache ist. Ich so, ja, gehe ich voll mit. Alleine die Artikel, ja, der, die, das. Wenn wir das alles gendern, dann gibt's nur noch einen. Dann ist das vorbei. Ja. Bin ja dafür, dass der einzige Artikel, der übrig bleibt, dann sowas ist wie de. Weißt du? De. De Kaffee. De Brot. De Arsch. De Arsch. Ja. Ey, der Hund brennt auch so schön. Das würde aber vieles vereinfachen. Vereinfachen, ne? Ja, naja. Also ich meine, sollen sie alle leben, wie sie wollen, aber ich muss das Ding nicht gendern. Also was soll das? Also. Nee, speziell meinte ich jetzt das mit den Artikeln, ne? Ja, aber ich bitte dich, irgendwo hört's auch auf. Kein anderes Land ist so krank und macht das. Erlöse ihn doch mal. Ja, ich hab's versucht. Muss auch stillhalten dafür. Er darf auch gerne anfangen zu brennen. Oh, das ist aber lieb. Er hat auf mich gehört. Oh. Ja, der ist dressiert. Erwin. Jo, da liegt der Erwin. Ich bin mal gespannt, wie das nachher abgeht. Mit Alma, ich frage mich ob nur, Alma überhaupt Claude hierher ist. Kommt. Claude haben wir auch noch nicht gesehen, ne. Und der kommt gleich, weil du es gesagt hast. Ja, von mir aus. Claude, wo bist du? Herr Trockenmu. Oh ja. Da kommt Erwin. Kommt er gekrabbelt oder was? Nee, eigentlich nicht. Das ist er doch. So. Thank you.
Dazu was brauchen wir? Krabbelheinz. Ja, ja, ich sehe ihn schon. Also der Schrei von ihm ist echt ekelhaft. Ja, die Zähne klappern hört man aber auch erst, wenn er ein bisschen länger dabei ist. Naja. Und der Polizist ist auch ganz schön schmatzig, ne? Wenn der eine Weile rumsteht, dann hörst du ihn auch. Ja. Bisschen kleckern dieses, schon. Ja, ja, und dieses Gegurgel, das ist echt widerlich. Ja. Der hat Verdauungsprobleme. Der kann sich mit Galoppelheinz die... Naja, hat Galoppelheinz überhaupt Hände? Ich habe keine Ahnung. Auf was schießt du denn da? Da hinten beim Haus war was, das sah aus, als hätte es sich bewegt und es war da hinten tatsächlich auch noch zusätzlich ein Gegner. Die sind wohl irgendwie ein bisschen demotiviert heute. Ja, da hinten kommt der demotivierte Erwin. Huch. Jetzt stehe ich vor der Tür. Sieht mal wieder geil aus, da oben. Der Bär dreht sich da immer noch. Ob ich den anlocken sollte, weiß ich nicht. Auf Irre bestimmt nicht.
Ach, Krabbelheinz, du weißt ja, du kommst nicht hoch bei uns. Da klappert er wieder. Eigentlich könnten wir nur Klapperzahn nennen. Klapperzahn. Aber der ist so ein bisschen heiser, ne? Naja. Wenn so wie der auch brüllt. Tja. Schedium 81, ein neuer Antrag ist gerade eingetrudelt. Bitte genehmigen. Vielen Dank. Dort machen wir doch glatt. Ach Hilde, du hängst da fest. Warum? Können aber eine Menge ab jetzt, ne? Hm. Und total. Teilen bestimmt auch gut aus, deswegen habe ich unten zugemacht. Erwin! Mary kommt da auch.
Trockenmut. Jetzt kommt Claude, echt? Der hat wirklich eine Trockenmut. Komisch, in der Blutnacht wohl heute nicht, ne? Guck mal, da kommt Timmy. Wo wird hier gefaucht? Dann kommt schon wieder was über den Berg. Schön. Irgendwas läuft da hier unten schon. Wo bist du das? Was? Nee. Ich sag doch, hier ist irgendwo einer. Aber wo? Ach, da! Eine Tür. Da brennt jemand.